Moin moin und willkommen zu Kaffeezeit, der Sendung rund um Videospiele und andere Nischenthemen. Ich würde sagen, nehmt euch einen Kaffee, Prost und... Oh, wo ist mein Kaffee? Einen Augenblick. Das heutige Thema des Monats ist Konami ohne Kojima. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, hat Konami einfach das Logo von Kojima Productions von den Spielen von Metal Gear Solid 5 runtergenommen. Und auch Kojima hat ein Foto getwittert, wo praktisch ein Helikopter abgebildet war, der wegflog mit irgendwie der Nachricht Heading out of here. Also ist wahrscheinlich ziemlich klar, dass Kojima Productions aufgelöst wird. Und Konami stellt es sich in Zukunft so vor, von einer studiobasierten Lösung zu einer hauptquartierbasierten Lösung der Entwicklung zu gehen, wobei das wahrscheinlich nur PR-Talk ist. Wie man spekuliert, ist wohl ein großer Machtkampf in Konami momentan drin. Und deshalb, ja, wurde das gemacht. Und Kojima ist auch zu Recht angepisst. Auf jeden Fall beendet er die Arbeit an Metal Gear Solid 5. Was danach dann passiert mit Silent Hills, wurde noch nicht bestätigt. Aber ich denke ganz persönlich, dass er in dem Projekt Silent Hills nicht weiterarbeiten wird. Ob Silent Hills dann zustande kommt oder nicht, ich denke schon. Weil Konami hat auch angekündigt, dass selbst ohne Hideo Kojima die Reihe Metal Gear Solid weitergehen soll. Aber in welchem Format und in welcher Qualität das dann sein wird, da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten. Zumindest kann ich verstehen, dass Kojima nach diesem Schlag in die Fresse, also dass die ganzen Logos einfach von seinen Sachen, die er entwickelt, runtergenommen wurde, auf keinen Fall Lust mehr hat, mit Konami zusammenzuarbeiten. Für viele, die jetzt vielleicht sagen, naja, dann wird aber Konami doch bankrott gehen, weil Metal Gear Solid war eine der wenigen Franchises, die sie haben, die eigentlich noch Relevanz hatten momentan. Da kann man sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren, denn die Videospielzweig von Konami ist nur ein Standbein. Und sie haben einen großen Fokus auf Spielzeug, ich glaube vor allem in Japan, und sie arbeiten auch an Animes mit und verschiedenen Sachen. Also die Spieleabteilung ist nur ein Zweig von Konami. Deswegen wird es die Firma auf jeden Fall weitergeben. Schade ist es auf jeden Fall, wobei ich es auch verstehen kann, Metal Gear Solid 5 sollte ja, glaube ich, sowieso der letzte Teil der Serie wahrscheinlich werden. Zumindest hat man das so ein bisschen von Hideo Kojima rausgehört. Von daher betrifft es die Serie weniger. Ich finde es halt nur extrem schade wegen Silent Hills, weil das Spiel sieht momentan, zumindest von einem Playable Teaser und ich glaube ein Trailer, der auch vor nicht allzu langer Zeit jetzt zu dem Hauptspiel veröffentlicht wurde, sehr vielversprechend aus. Und es kann natürlich auch so ein gutes Spiel werden, aber mal sehen, was da kommt. Schreibt mir doch gerne, was ihr denkt, was genau passieren wird. Interessiert es euch überhaupt? Spielt ihr Metal Gear Solid 5 überhaupt oder habt ihr überhaupt ein Interesse an Silent Hills? Das gerne bitte in die Kommentare und würde ich sagen, lasst uns mal froh weiter diskutieren. So, heute bei Ausgefragt haben wir eine Frage von Razer B. Erstmal, hi Razer B und vielen Dank. Er ist nämlich ein sehr, sehr Langzeitabonnent von mir. Ich glaube, seit dem zweiten Video oder so, was ich gemacht habe, ist er schon beim Kanal dabei und schreibt mir auch immer sehr nette Kommentare und ich freue mich halt jedes Mal. Und bei der letzten Kaffeezeit hat er mir eine Frage drunter geschrieben, die ich ihm natürlich auch beantwortet habe. Aber ich dachte, ich nehme sie mal auf, vielleicht hat jemand auch diese Frage. So, Razer B hat mich nämlich gefragt, gibt es bald mal wieder eine Sir Pommes zu Besuch Folge? Also natürlich plane ich soweit alle rein, die es auf diesem Kanal gibt, weiterzuführen. Sir Pommes unterwegs ist natürlich aus der Sache, dass ich unterwegs bin und rumfahren muss, auch eine Sache von Zeit und auch eine Sache von Geld, weil Benzin und je nachdem, was dann halt, wo ich hinfahre. Und die Interviews sollen auch weitergehen. Momentan ist es einfach nur eine zeitliche Sache, die ich nicht so ganz habe. Und deswegen verzögert sich das alles. Und ich wollte jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen ein Interview machen und dann ist es wieder lange auf Eis. Also wenn ich wieder mit Interviews anfange und ich denke, das wird hoffentlich so ab Sommer diesen Jahres vorangehen, dann will ich es eigentlich auch so halten, dass dann öfters Interviews kommen mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Sammlern, verschiedenen Spieletypen. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, es ist nicht vergessen, ich habe es noch im Hinterkopf und es wird auch auf jeden Fall mehr kommen. Aber danke für die Frage. So, heute bei Nerdy Media. Bei mir kam letztens die neue DVD von The Video Game Years an. Das Jahr 1980 bis 1982. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist The Video Game Years? Es ist praktisch eine Sendung, die ungefähr eine Stunde geht, die sich ein Jahr nimmt, also zum Beispiel 1980, und in dem alle Besonderheiten in der Spieleindustrie und welche Spiele Besonderes gab, vorstellt und darüber spricht. Es ist eine von RetroWareTV.com
erstellte Serie, wo auch bekannte Leute drin Gastauftritte haben, wie auch James Rolfe, also der AVGN, und Patsy NES Punk ist einer der Producer. Und es ist, wie ich finde, eine ganz schöne Sendung gemacht. Also es ist halt eine ganze Episode, geht ungefähr eine Stunde und man kriegt einen leichten Überblick über das Jahr, also was in dem Jahr passiert ist. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Ich werde jetzt auch gleich mal ein paar Bilder von den DVDs einblenden. Natürlich kann man diese DVDs kaufen über retrowaretv.com, aber ich würde vielleicht gar nicht unbedingt die DVDs so bevorzugen. Warum ich es heute vorstelle, vor allem aufmerksam auf diese Sendung zu machen, weil sie sehr, sehr hochqualitativ gemacht ist und ich sie sehr, sehr gut finde. Weil was haben wir auf den DVDs? Bei der 80er DVD haben wir jetzt wirklich die Folgen 1980 bis 1982, was natürlich schon mal 3 Stunden Material sind. Auf jeden Fall sehr cool. Die DVD ist, wie ihr seht, recht simpel gehalten vom Aufbau und fühlt sich auch nicht so hochqualitativ wie die 70er DVD an, was ich ein bisschen schade fand. Und zu den Folgen findet sich eigentlich auf der DVD nur Audiokommentar. Wobei natürlich, klar, 3 Stunden Laufzeit, dann hat man auch nicht mehr so viel Platz auf einer DVD für Bonusmaterial, aber es ist ein bisschen wenig. Warum ich mir die DVD gekauft habe, ganz einfach darum auch, warum ich mir die 70er DVD gekauft habe, um diese Sendung zu unterstützen, weil ich sie wirklich cool, amüsant und man lernt auch was. Also es beinhaltet praktisch alles und das gefällt mir wirklich ziemlich gut und ich wollte einfach die DVD jetzt mal in Nerdy Media mit aufnehmen, um euch diese Sendung mal näher zu bringen. Geht einfach auf retrowaretv.com und geht da auf die Sendung The Video Game Years und guckt einfach mal rein. Ich kann es euch nur wirklich sehr empfehlen. So, zum Punkt Aktuelles. Diesmal habe ich das Intro vom Animatiker, weil auch für ihn durfte ich ein kleines Liedchen, ein kleines Jingle einspielen, was so die ersten 10 Sekunden von dem Aladdin-Song Friend Like Me, glaube ich, heißt es, ist. Ich finde, er hat dazu auch ein tolles Video erstellt und ich würde euch sagen, guckt es euch einfach an und Mats ab! Wie ich schon gesagt habe, ich finde, es ist wirklich schön geworden und den Animatiker kann ich euch nur empfehlen. Der heißt so bei YouTube. Ich werde natürlich auch die Verlinkung in die Videobeschreibung setzen. Ich kann seinen Kanal euch nur empfehlen und schaut da einfach mal rein. Vor kurzem war auch der 1. April und der Denkige Gamer hat dazu einen kleinen News-Sketch gemacht, würde ich es nennen. Ich durfte darin einen kleinen Part übernehmen, nämlich das Wetter und als den überdrehten Wettermoderator, was mir viel Spaß gemacht hat. Und ich werde euch das Video auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken und denke Gamer nochmal an dich. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich finde, es ist ein schönes kleiner Sketch geworden. Viel Spaß mal gucken. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich in der letzten Zeit ein bisschen bei anderen Kanälen mitgemacht und so durfte ich auch beim Podcast Ding in der Schnauze Nummer 19 mitmachen. Was ist Ding in der Schnauze? Das ist ein Podcast über Videospiel-Soundtracks. Da werden verschiedene Lieder von verschiedensten Systemen vorgestellt. Wer hat das gemacht und ein bisschen darüber erzählt. Ihr könnt auch super einfach nur die Tonspur hören und es halt hören wie eine Art Radiosendung. Es war mein persönliches erstes Mal, so einen Podcast aufzunehmen. Und ich war auch ein bisschen nervös, muss man sagen. Deswegen, bin ich vielleicht nicht so redegewandt, wie ich sonst gewohnt bin. Und es kam leider noch zu einer Vertausch der Tonspuren. Deswegen bin ich halt nur ein bisschen am Anfang, wo ich mein Lied vorstelle und am Ende zu hören. Aber guckt da mal rein und hört rein. Es hat mir viel Spaß gemacht, Ox und Monty, dass sie mich mitmachen lassen haben. Und auch der Olli von den Wutbürgern war dabei. Also 4 Leute, 4 Lieder und eine großartige Liedauswahl. Hört mal rein und hört auch in die anderen Folgen ruhig vom Podcast an. Ich werde natürlich das Video hier in der Videobeschreibung verlinken und ich wünsche euch auch damit sehr, sehr viel Spaß. So, wir haben es April und das heißt, der Pixelor Monatsrückblick März ist natürlich auch schon oben auf dem YouTube-Kanal von Pixelor oder ihr könnt euch auch das Video auf www.pixelor.de ansehen. Da werden nochmal alle Artikel, die im März erschienen sind, auf Pixelor vorgestellt und ihr könnt auch dann natürlich immer auf das Video klicken oder auch die Links in der Videobeschreibung nutzen, um auf die einzelnen Artikel zu kommen. Guckt es euch einfach mal an und vielleicht findet ihr einen Artikel, wo ihr sagt, jo, das will ich sehen, das interessiert mich, dann klickt auf jeden Fall auch auf das jeweilige Video. Ich hoffe, ihr findet ein paar coole und neue Informationen über Videospiele. Ich würde mich freuen und sagt mir, wie es euch gefallen hat. So, jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die diesen Kanal direkt betreffen. Vor kurzem kam das Video zur Videospielgeschichte Super Smash Bros. Raus. Also der erste Teil, der vor allem die Geschichte von der Idee zum N64-Teil geht.
Warum führe ich es hier auf? Natürlich ist es in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber meine Frage oder meine Sache an euch ist es einfach, ich habe mir jetzt vorgestellt, halt solche Themen dann in kleineren Videos zu packen. Dafür habe ich dann regelmäßigere Videos drauf, weil ich denke, es ist auch manchmal ziemlich anstrengend, einfach eine halbe Stunde nur mit Infos beballert zu werden. Das ist einfacher, mal kurz 8 Minuten ein bisschen Geschichte aufzuarbeiten und dann halt in 1-2 Wochen später dann den nächsten Teil. Meine Idee ist es momentan mit dem Kanal einfach so zu machen, vielleicht hier und da ein bisschen kürzere Videos zu machen oder die halt aufzuteilen auf 1-2 Parts, aber dafür regelmäßig ein Video rauszuhauen und vielleicht halt einen festen Tag, vielleicht Freitag oder einen Tag rauszunehmen, wo man dann sagen kann, okay, jede Woche oder jede zweite Woche kommt dann ein Video oder kann man eigentlich mit einem Video von mir rechnen. Und ich würde gerne von euch wissen, wie ihr die Idee findet, den Kanal vielleicht regelmäßig mit guten Inhalten zu füllen. Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde das wirklich gerne wissen. Und vielleicht auch dazu, welchen Tag ihr gut findet. Vielleicht sagt ihr, naja, ich gucke YouTube eher so am Wochenende alles nach, was so neu reingekommen ist. Und wenn dann halt ein Video am Montag rauskommt, dann kann das halt mal sein, dass das bei mir untergeht. Das wäre ja blöd. Dann könnte man ja vielleicht Samstag als Veröffentlichungstag nehmen. Das würde ich einfach mal gerne von euch wissen. So, dann kommen wir noch zu einer kleinen Ankündigung. Wir haben ja vor kurzem ein Let's Play gemacht, ich und der Sir Knusperflocke. Und wir haben uns jetzt entschieden, dafür einen zweiten Kanal aufzumachen, der heißt Let's Pommes. Und wenn ihr ein Abo da lasst, würde ich mich natürlich freuen, ist aber natürlich auch keine Pflicht. So, dann zum letzten aktuellen Thema. Ich weiß, heute ist die Rubrik ein bisschen lang geworden. Ich plane, eine Rezensionsreihe zu machen, die sich speziell über physische Veröffentlichungen von Indie-Spielen beschäftigt. Vielleicht fühlen sich manche jetzt erinnert an die letzte Kaffeezeit, wo ich halt über das Thema physisch oder digital geredet habe. Und ich kam vielleicht in dem Video, war es nicht ganz so deutlich, nicht zu einem direkten Schluss zu diesem Thema, was meine Konsequenz aus der Sache ist. Und meine Konsequenz war, ich habe mal einfach bei Amazon ein bisschen geguckt und bin auf ein paar Spiele gestoßen und dachte, boah, davon gibt es eine physische Version, das wusste ich ja gar nicht. Und dann dachte ich, okay, brauche ich dafür Steam oder wie ist das? Ist da eine DRM-freie Version drin oder ist das nur ein Code oder wie läuft das? Und bei einigen Spielen war es schön aufgelistet und bei anderen nicht. Und ich dachte mir, naja, wie finde ich das jetzt raus? Und habe dann halt irgendwie Indie-Review bei YouTube eingegeben und geguckt und auch nicht so richtig was gefunden. Schon Reviews zu den Spielen, aber weniger zu den physischen Veröffentlichungen. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal eine Reihe, wo ich mir Indie-Spiele nehme, die halt physisch veröffentlicht wurden und halt zeige, was in den Spielen vorhanden ist, ob man Steam braucht oder ob es eine DRM-freie Version ist und was in dem Paket alles drin ist und ja, was man halt auch so braucht, um das Spiel zu spielen. Und natürlich auch eine Rezension des eigentlichen Spiels. Und dann natürlich auch mit so Infos, wo kann man das Spiel bekommen, auch digital oder wo kann man es halt auch physisch bekommen und wie teuer ist das Ganze und ja, ob ich es empfehlen würde oder nicht. Momentan ist der Arbeitstitel Indie Review. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht noch einen besseren Titel für nehmen könnte. Vielleicht habt ihr eine Idee. Und wenn es euch gefällt oder ihr die Idee noch cool findet oder ihr sagt, nee, guck mal hier, der Typ macht das schon. Warum machst du das? Das ist doch völlig unnötig. Dann würde ich das auch gerne wissen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, der Spieletipp des Monats. Nicht mehr Retro-Tipp, sondern Spieletipp, weil es gibt einfach zu viele gute Spiele, die ich euch einmal kurz vorstellen möchte. Deswegen Spieletipp des Monats. Und das Spiel des Monats ist Child of Eden. Child of Eden ist ein Lock-on-Shooter von den Razmachern. Es besticht einfach durch seine audiovisuelle Art, die ja, wie ihr selber sehen könnt, einfach sehr beeindruckend ist. Ich finde, das Spiel ist einfach perfekt, um es mal kurz reinzuhauen, zu spielen und einfach Spaß zu haben und einfach ein bisschen sich von den visuellen Eindrücken völlig berieseln zu lassen. Spielmechanisch ist es, wie ich schon gesagt habe, ein Lock-on-Shooter. Es lässt sich super einfach zu bedienen und es ist mehr die Herausforderung zu erkennen, was genau ist hier der Feind und was genau sind die Projektile, weil sich so die Form, die Farben nicht, aber die Form sich von Stage zu Stage auch ein bisschen ändern. Und ich finde, es ist einfach, wie gesagt, ein audiovisuelles Feuerwerk, was super schön ist für einen kleinen Anspieler abends mal. Das Spiel habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr oder fast 2 Jahren für 10 Euro oder so gekauft. Das ist mittlerweile bestimmt noch günstiger geworden. Und ich finde, für den Preis kann man es auf jeden Fall mal aufnehmen, wenn solche Arten von Spielen einem zusagen. Es ist natürlich eine Sache, wenn die Ästhetik einem einfach nicht gefällt, naja, dann würde ich es auch nicht empfehlen. Wenn ihr aber von dem Bildmaterial, was ihr gerade seht, sagt, das sieht interessant aus und für einen 5er oder so kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, damit meinen Spaß zu haben, dann kann ich euch nur empfehlen, es zu kaufen. Ich finde, Child of Eden ist auf jeden Fall nicht nur ein Anspieltipp, sondern eigentlich mehr ein Kauftipp und ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß.
Moin Moin und willkommen zur Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, vielleicht so einen Daumen nach oben gibt oder vielleicht auch den Kanal abonniert. Ist natürlich alles auch kein Zwang. Ich habe euch hier mal drei Videos verlinkt. Oben links geht es zur letzten Kaffeezeit, wo ich unter anderem zum Beispiel The Legend of Neil vorstelle. Oben rechts geht es zu meinem letzten Video, zu Super Smash Bros. Videospiel Geschichte Teil 1. Ich kann es euch nur sehr empfehlen. Und unten in der Mitte habe ich euch eins meiner älteren Musikvideos verlinkt. Dort habe ich die Battle Theme von Final Fantasy VI nachgespielt. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und vergesst nicht, spielt, habt Spaß und bis denne.